Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, nach der wieder mal nicht so ideal gelaufenen Ohr der Nacht, Nummer 35 in der letzten Folge, habe ich uns mit allem Sack und Pack, was wir dort in der Base nicht mehr benötigen, hierher gebracht. Ich bin jetzt auch schon mal endlich dazu gekommen, hier die Ankommkisten mal zu verräumen. Ja, wie angekündigt, möchte ich jetzt mit euch einmal Eisen farmen. Ich habe lange noch nichts gemacht, aber ist ja, wenn ich es jetzt vorher mit euch mache, dann alleine oder umgekehrt, hält sich ja die Waage. So, wir haben vollen Stack Benzin, wir haben den 6er Erdbohrer, wir haben 15 mal Felszertrümmerer und ich nehme zum Schutz hier das Turret einmal mit, weil da ja doch die ein oder andere Schreierin auftauchen wird. So, ihr seht es hier, die sind fast voll. Ich würde es hier aber gerne so lange einmal ausschalten wollen. So, und wenn wir hier nicht in der Base sind, dann brauchen die Geschütztürme auch nicht laufen. Ja, dann fangen wir. Wir haben auch Restock. Mal schauen, wie lange wir fürs Eisenfarmen brauchen. Also ich würde ganz gerne, dass wir unseren eigenen Stack, diese Lenkung, ne? Unseren eigenen Stack einmal vollkriegen, also unsere eigene Tasche. Ich werde in der Mine, die ich dort angerissen habe, alles abbauen. Mich also immer Ebene für Ebene runterarbeiten. So, wenn mich nicht alles täuscht, müsste es er hier sein. Ich weiß halt nur nicht mehr genau, wo ich jetzt den Aufgang hatte. Aber ist auch egal. Wir sind ja voll durchgeskillt. So, dann machen wir mal als allererstes seinen Kollegen hier hin. Dann kann er uns ein bisschen schützen. Dann den eingeworfen. Dann warst du Verringerung des Grabradius. Brauche ich nicht. Beutebonus plus 4 ist ja keine Beute. Wir bauen ja ab. Gut, auf geht's. Wie gesagt, ich baue mal ganz gerne Ebene für Ebene ab. Kriegen. Sprich, dass wir hier genug Stahl und Darts haben. Dann habe ich mir für die Horde-Base überlegt, dass ich die Dartfallen oben noch bis zur Treppe verlängern werde. Dann werden die da, so wie es dann zuschalten, mal beschäftigt, bevor sie an die Elektrozäune kommen. Beiden Eingängen vor der Treppe noch irgendwas installieren. Wir schauen mal. Dann wird es aber auch noch deutlich größer. Gefällt mir. So, dass alles nicht so schnell versiegt. Und das sehen wir dann auf der nächsten Ebene. Die haben wir ja beim ersten Schuss sehr hervorragend getroffen. Ich glaube, das ist auch. Ne, die habe ich ausgestellt. Das kann ja nicht sein. Alter, bück dich doch in dem Moment. Dumme Nuss.
Alter, 11 Fertigkeitspunkte, wird langsam mal wieder Zeit. Ich höre noch was. Oh, na gut. Machen wir hier erstmal weiter. Im Hintergrund. Ich verlasse mich auch so ein bisschen auf das Turret. Geschmack gibt es da zu viele von. Wie sieht die Tesch denn aus? So, geschrien hat sie meiner Meinung nach nicht. Zwei Stacks jetzt. Und egal, ich gehe davon aus, dass ich hier jetzt mindestens zwei Ebenen hier raushole. So, müssen wir das Tode da oben einmal umstellen. Wieder der Tank leer. Naja. Da bist du ja schon wieder. Ja, Reflex. Wegen einem Schuss nachladen ist natürlich eigentlich albern. Aber we'll be right back.
hat's gerade auf der Zunge. Wir haben es schon ein bisschen ruhig hier jetzt. Schnauze. Und das ist wieder bei uns an der Base. Komm ich jetzt mal mit um. Noch eine. Diesmal hat sie geschrien, also wird wohl ein bisschen mehr kommen. Das war nix. Also nur monotones Farmen gibt's hier in dem Spiel nicht. Gehen wir einmal rein. Naja. Ich sage, das kannst du gleich an dich nehmen. Einschließlich der Händlergegenstände. Machen wir jetzt mal weiter hier. Das Blei ist für Munition noch nicht unwichtig. Ich hatte das hier ursprünglich mal als Blei auch ausgesucht. Also die Mine. Es ist natürlich dann auch Eisen mit aufgetaucht, das ist ja nicht verkehrt. Sehen. Ne? Oh, ich sehe gerade, der Buff ist aus. Natürlich ja dabei haben. Ja, da muss man sich mal vorstellen, im Early Game alles mit der Spitzhacke. Schon. Da bist du ja wieder. Da ist der Erdbohrer natürlich Gold wert. Ich höre irgendwas schleichen. Da. Hallo? Hey. Nicht auf die. Auf die EP geguckt. Da kann man sich denn ja. Oh, ich habe die Brille gar nicht gewechselt. Kann man sich ja relativ sicher sein, wenn die EP angezeigt werden, dass er dann auch tot ist. Aber. So, jetzt wechseln wir aber eben wieder. Wegen die EP. Und weiter geht's. Ich höre schon wieder was. Nein. Thank you.
Wenn wir nicht schon so gut ausgerüstet wären, dann würde ich auch nicht mit dem Knüppel in der 5er Quest gehen. Entspannt. Ist nicht gleich so dramatisch, wenn wir mal einen auf den Deckel kriegen. Das klingt jetzt ziemlich nah. Wiedersehen. Ölschiefer. Da seht ihr schon, was beim letzten Mal schon nicht wirklich weiter gemacht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist klar. Jetzt wird's wild. Wenn nicht, das war's schon. So laut wie die schrien. Naja. Na, wo sind wir denn alle? Muss mal das Turret mit dazu. Irgendwo müssen sie ja auftauchen. Ärgerliche daran ist natürlich immer, dass die Buffzeit flöten geht. Aber irgendwie. Da bist ja. So, darf ich jetzt weitermachen? Danke. Einen tiefer möchte ich. Die Decke. Nicht so viel. Nehmen wir den Bruchsand natürlich auch mit. Gut, und dann würde ich sagen, dass wir für diese kleine Ausnahmefolge, das machen wir hier sonst grundsätzlich offscreen, jetzt auch zum Ende kommen.
Ich werde hier definitiv noch einiges mehr rausholen. Ja, bleibt mir wie immer, mich für euer Interesse zu bedanken und würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.